Ich war ja erst beim Friseur. Der hat das ein bisschen gut gemeint und alles ein bisschen sehr kurz geschnitten. Außer vorne hier. Nee, das hat er auch so kurz geschnitten, alles. Achso, dann war das schon länger her, als ich das in Erinnerung habe. Ja. Ich bin vergesslich. Aber du hast auch eine Mörderfrisur heute. Mhm. Egal, ich bin heute hier im Arbeitsstress. Da darf ich ein bisschen komisch Stress? Aussehen. Dress oder Stress? Dress. Achso. Und im Stress auch. Weil heute geht alles schief. Wir wollten heute 124er zeigen mit den neuen Rädern. Dann haben wir vorhin das Auto hochgenommen. Ich habe mich gewundert, warum der auf der Herfahrt so ein bisschen gequietscht hat. So Gummi quietschen. Hab dann gesehen, dass der Balk auf der Hinterachse ein Eigenleben entwickelt hat, weil die Konstruktion davon halt scheiße ist. Aber der hatte doch letztens schon mal Probleme gemacht, ne? Ja, weil das Ding halt scheiße konstruiert ist. Ich sage auch nicht, von wem das ist. Also hat nichts mit dem Einbau zu tun, sondern einfach, wie das hinten konstruiert ist. Das ist scheiße. Auf jeden Fall hat der an der Antriebswelle geschliffen und wäre jetzt beinahe fast durchgeschliffen gewesen. Jetzt haben wir ihn schnell ausgebaut. Und zwar ist auf dem unteren Teller die Schelle ist hin und her gerutscht. Und dadurch konnte er so ein bisschen machen, was er wollte. Wir haben ja Matze, unseren 24-7 CNC-Fräser. Den habe ich vorhin die Bikeplatte mitgegeben. Der baut die jetzt so um, dass sie erstmal wieder fest ist und dass ich fahren kann, bis das neue Fahrwerk da ist. Ich habe nämlich gerade noch oder vorhin mit Mario telefoniert von Dumpt, habe ein TH Technics Airride bestellt. Ja, aber TH Technics hat ja auch wirklich für jedes Auto geführt ein Luftfahrwerk, ne? Ja. Du guckst rein, Caddy 14D, ja, haben sie. Ja, ist auch cool. Ich finde die Konstruktion, ich habe mir das Fahrwerk angeguckt, auch hinten wie die Bälge gemacht sind, finde ich besser als das, was da jetzt verbaut ist. Jetzt warten wir halt drauf, wir wollten noch eigentlich die Felgen drauf bauen, Auto runter, rausstellen, euch zeigen, wie geil das aussieht. Kriegen wir aber nicht rausgefahren, weil hinten der Balk fehlt und Matze noch ein bisschen arbeiten muss und danach sich erst drum kümmern muss. Und deswegen, geht das erstmal nicht. Wir haben auf jeden Fall zwei Sätze Räder hier. Da kann ich auch noch eine Story zu erzählen. Das ist schon wieder, ihr kennt ja bestimmt die Geschichte, dass wir uns vor dem 124er einen anderen 124er in Hannover angeguckt haben, der laut Inserat in Top-Zustand war. Was aber zum Schluss ein absolutes Scheißhaus war, darf ich Scheißhaus sagen? Ich mach Delfine rüber. Oder nee, wir haben Elefanten, glaube ich. Ne? Nee, das darf ich. Es war Horror, das Auto. Ne? Jetzt habe ich einen Satz Felgen gekauft, eBay Kleinanzeigen, mit PayPal Käuferschutz, wo mir dann mir egal war. Ich habe einfach darauf gehofft, dass sie gut sind. Laut Inserat, Zustand 9 von 10, Sterne neu lackiert. Zweiteiliges Rad, OZ Opera, finde ich mega schick, hat so ein bisschen AMG-Design, wir haben es auch schon mal drauf. Chris, du kannst da einmal rüber. Ja, wir hatten ja 17 Zoll drauf, ich wollte unbedingt auch einen 18 Zoll Radsatz haben, wir wollten ja ein paar mehr machen. Die Felgen haben 8,5x18 ET35, passt auch so vernünftig, hinten könnten wir sogar noch Spurplatte fahren. eBay Kleinanzeigen bestellt, war jetzt auch nicht so teuer, was habe ich bezahlt? Ich glaube für den Satz mit Versand 400 Euro. Oh, das ist aber wenig, oder? Also ja, die OZ Opera, die werden ganz schön günstig gehandelt. Ich hatte mal reingeguckt, also du kriegst auch sogar Sätze für um die 300. Also so ein kleiner Insider-Tipp für Mercedes. Ich weiß gar nicht, warum die so günstig waren. Ich finde die eigentlich ganz geil. Ne? Ist so ein bisschen Mercedes-Design. Auf jeden Fall hat der Verkäufer dann noch zu mir gesagt, der übrigens sehr viele Felgen inseriert hat, die haben kleine Kratzer auf dem lackierten Stern. Habe ich gesagt, das ist nicht so schlimm. Kleine Kratzer mit Note 9 von 10. Stören mich nicht. Weil ich hatte sowieso überlegt, die Räder Hochglanz zu verdichten. Das heißt, erstmal mit Silber fahren und dann irgendwann, wenn wir Langeweile haben, alles zu zerlegen, Hochglanz zu verdichten. Jetzt gehen wir mal zu den Rädern hin. Dann müssen wir jetzt aufpassen, weil die anderen Räder da schon stehen. Oder willst du die zeigen? Schon? Nö, zeige ich noch nicht. Dann müssen wir ganz kurz einen Break machen. Ich räume die Räder schnell weg. Nein, ich swipe ganz schnell rüber. Nee, wir müssen ja die Bühne auch hochfahren, weil ich bin ja faul, ich will mich nicht bücken. Ach so, ja. Weil dann sieht man meinen dicken Bauch. Deswegen sitzt du auch. Dann sieht man meinen 85 Kilo Bauch immer so. ich räume die Räder schnell weg und dann sehen wir uns gleich wieder an den Felgen. Also ich habe ihm gesagt, kleine Kratzer, Zustand 9 von 10. Chris, die kleinen Kratzer, zeig mal. Oh, warte. Sieht man's? Ja. Also im Endeffekt ist der Klarlack hier komplett gerissen. Bei den kleinen Kratzern. Die hat noch irgendwo noch so ein paar Anfassstellen. Sicherlich hätten wir das wieder weggekriegt, aber ja, die Risse sind krass. Ne? Ja, ich denke mal, das sollte man sehen. So, und jetzt kommt das Wichtigste eigentlich. Da fehlt ein Ventil. OZ Opera brauchen spezielle Ventile.
die eingeschraubt werden, da passen keine normalen rein, die dann innen drin das Ventil, also es ist quasi wie eine Schraube mit Ventil drin. Das haben zum Beispiel auch BBS RS2 haben das. Die sind von der Konstruktion so ähnlich. Nicht genau das gleiche wie RS2-Ventile, aber so ähnlich. Auf jeden Fall gibt es die Ventile nicht mehr. Ich finde das aber echt geil eigentlich, dass du kein Ventil irgendwo hast, sondern dass du irgendwo versteckt eine Schraube hast und dahinter ist das Ventil dann. Ja, ist auch cool gemacht, aber bringt ja nichts, wenn es nicht mehr gibt. Ja, gut, wenn es das nicht mehr gibt. Also ich habe wirklich das Netz durchsucht. Ich habe mein ganzes Vitamin B aufgebraucht, was ich habe. Jetzt warte ich gerade noch eine Info aus Italien. OZ Deutschland hat nichts mehr. Ich weiß nicht, ob die in Italien irgendwo in der Schachtel noch da 4 Stück zu liegen haben. Ist aber auch egal. Der Radsatz geht nämlich zurück, weil verarschen lassen tue ich mich nicht. Das Schlimme ist ja auch, wenn ihr, das seht ihr aber nicht, hier ist ein Gewinde drin. Ey, das sehen die Jungs nicht. Ich glaube nicht, dass die schafft, die da drauf zu bringen. Nee, das ist so weit hinten. Da ist ein Gewinde drin auf jeden Fall und das ist auch total im Arsch. Also das ist kaputt hier drin. Wenn du reinguckst, siehst du das richtig, da könntest du auch nichts reinschrauben. Wenn ich ein Auto fotografieren und ein Auto verkaufen will und dann komme ich hin und da ist kein Motor drin, dann kann ich auch nicht sagen, du, der auf den Bildern war kein Motor drauf. Weil sie funktionieren ja so nicht. Ne? So kannst du dir an eine Backe hängen oder neben das Bett stellen und dich freuen, dass du sie hast. Aber rein technisch kannst du das Rad halt nicht fahren, weil kriegst da keine Luft drauf. Ja. Wir lassen jetzt das Auto runter, weil ich will euch trotzdem mal zeigen, wie es aussieht, weil finde ich nämlich mega schick, den Radsatz. Dir gefällt er nicht, ne? Nee. Ich find's richtig geil. Das ist nicht so mein Design. Irgendwie. Das ist auch das typische AMG. Ich hab dicke Eier-Design. Ja, du, ich weiß nicht. Wird hier nicht OZ stehen, sondern wird hier AMG draufstehen, dann würdest du es geiler finden, oder was? Nö. Trotzdem, weiß ich nicht. Ich mag dieses. Das Einzige, was ich vielleicht nicht. Dieses cool, dicke Design nicht so. Dicke Design. Ja, da aber so. Entschuldigung. Bei Mercedes muss das ja so aussehen. Ne? Das Einzige, was mir vielleicht nicht gefällt, ist dieser olle Chromring hier drauf, aber das könnte man ja noch abändern. Das mit dem Dicken war jetzt alles ein bisschen doppeldeutig, ne? Ja. Wolltest du einen Witz über mich machen, ja? Nö. Kriegst du Revanche für, sag ich dir. Krieg ich oft genug, also. Ja. Ja, wir lassen das Auto jetzt runter. Jo. Gut. Ich halt drauf. Wir haben hier auch, bevor Chris Fünke, muss ich nochmal sagen, wir haben auch so ein bisschen komische Konstruktion dafür gebaut, weil wir kriegen ja keine Reifen drauf, können ja keine Luft drauf machen, deswegen nicht wundern. Hängt frei. Gut, jetzt habe ich hier natürlich heute auch noch alles vollgemüllt, weil wir noch ein paar Hartsitze bauen müssen. Na, alles gut, das steht nicht im Weg. Ich finde es wirklich sehr schick. Und guck mal, wie krass der vorne versenkt ist. Warte. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, vorne ist ein zusammengewürfeltes Luftfahrwerk drin. Der Dämpfer sind schon TH Technics drin, weil das Original-Luftfahrwerk, das hatte mir Mike, von Mike habe ich den ja, hatte mir Mike schon erzählt, das Original-Luftfahrwerk, nicht das Original, das Luftfahrwerk, was da drin verbaut ist, das ging vorne nicht so tief, deswegen hat er die Stoßdämpfer gegen die TH Technics getauscht. Nun hoffe ich ja auf der Hinterachse, wenn wir komplett TH Technics alles machen, dass da hinten auch nochmal ein Stückchen runter geht. Weil ich finde hinten so 1-2 Zentimeter fehlen da immer noch. Aber finde ich auf jeden Fall geil. Also wir werden auf jeden Fall nochmal so einen 18 Zoll Radsatz bauen. Ich habe das damals bei Fred Seim gesehen. Der hat ja auch einen 124er mit 18 Zoll. Das war schon krass, wenn das Ding abgelegt ist. Zieh dir das doch mal rein, wenn du von hier guckst. Komm mal ein bisschen zu mir rüber. Ich würde nicht so nah an dich rangehen. Chris heult rum. Ich habe nämlich die ganze letzte Woche, oder beziehungsweise von Mittwoch zu Freitag, krank zu Hause gelegen mit Männergrippe. Ich war auch beim Arzt. Es ist kein Corona. Es ist nur Männergrippe gewesen. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen heiser, aber ich bin wieder fit. Willst du noch mal ein Stückchen weiter weggehen? Also ich finde das richtig geil. Ich habe ja schon die ganze Zeit am Anfang. Weißt du, was du jetzt mal machst, weil du immer so faul bist, zwecks Carporn, du machst jetzt 2-3 Schwenks einmal mit den Rädern. Kannst du ruhig mal machen. Ja, ich hoffe, du hast da... Oh, jetzt habe ich schon den Schlüssel hier. Muss ja nicht so einen Krach machen. Ich hoffe, du hast da ein paar ordentliche Schwenks jetzt gemacht. Ganz kurz. Ja, wir nehmen jetzt die Räder runter und zeigen euch noch die anderen Räder, die wir dafür gebaut haben. Die stehen nämlich schon neben Chris. Da haben wir eben auch eine Diskussion zwecks Reifen. Wollen wir sie zeigen? Komm, wir zeigen sie. Mach. Sorry. Jo. Ja. Da sind sie. Ich mache mal hier nochmal ein bisschen Platz. Wir haben nämlich so viel Ware bekommen, auch vom BBS. Zeigen wir euch auch noch, da können wir auch noch machen, ne? Na klar. Kartons auspacken ist immer geil. So, da haben wir das Ganze. Das ist ja, sind ja unsere Messer-Felgen-Renninger Collab-Felgen. Sterne, Felgen. Ich finde das Finish so geil. Das habe ich ja mal Bilder von gemacht, glaube ich, ne? Und zwar ist das Glasperlen gestrahlt. Ohne Klarlack, ohne alles.
Finde ich wirklich schick. Würde ich auch erstmal so lassen. Es ist schwierig, zu dem Braun was Passendes zu finden. Hochglanzverdichten funktioniert nicht, weil die sind so filigran hier zwischen gearbeitet. Ich glaube nicht, dass ich das verdichten lassen würde. Wenn die jetzt nicht lackiert sind und gar nichts, ne? Ja. Dann kann ich die aber nicht im Alltag irgendwie fahren, ne? Weil dann würden, fahren. Würden die nicht anlaufen oder so? Naja, irgendwann schon, ja klar. Wenn sie sehr viel mit Feuchtigkeit und sowas alles. Aber ich fahre die eiskalt erstmal so. Sicherlich fährt das Auto nicht im Winter, ne? Irgendwann würden sie anlaufen, ja. Aber so ein Außenbett ist ja auch quasi roh, ohne Klarlack. Ne? Und so schnell läuft das auch nicht an. Oder Alukorrosion entsteht, sag ich mal. Das dauert ja auch ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir gebaut. Eine Achter für die Vorderachse. Mit einem 1,5 Zoll Außenbett. Finde ich nämlich richtig geil. Das sind ja original BBS Motorsportbetten. Macht hier nochmal eine Negativkante runter und kommt dann raus. Eigentlich wollten wir... Sieht man das? Ich guck mal. Hier, ne? Geht hier nochmal runter, kommt dann raus. Eigentlich wollte ich 8,5er bauen mit einem 2 Zoll Außenbett. Aber das 1,5 Zoll Außenbett hat viel mehr Tiefenwirkung als das 2 Zoll. Deswegen machen wir nur 8. Original waren ja die ollen Replikas. Sind ja auch 8 Zoll. Jetzt haben wir das Problem, dass wegen Corona nicht alles lieferbar ist. Hinterachse ist eine 9x17 mit einem 2,5 Zoll Außenbett. Mhm. Wir wollten aber eigentlich bauen eine 9,5x17 mit einem 3 Zoll Außenbett. 3 Zoll Außenbetten sind aktuell nicht lieferbar, kommen wieder Ende Oktober. Ja, bis Ende Oktober wollte ich nicht warten, wir wollen ja zu Classic fahren damit. Deswegen haben wir erstmal Hinterachse nur eine 9 Zoll gebaut, warten dann bis im Oktober oder Ende Oktober die passenden breiteren Betten kommen, bauen wir dann um. Geschuldet, also im Endeffekt hätten wir sogar ein noch größeres Außenbett bauen können, aber wir müssen ja mit Lochkreisadapter fahren, weil unsere Messersterne gibt es ja nur ein 5x100. 512 würde ja weiter nach außen wandern und würde das Design kaputt machen. Das will ich nicht. Da müsste alles neu konstruiert werden, dann wirkt das Ganze nicht mehr so. Deswegen haben wir auch wieder selber getüftelt. Dank Matze, unserem 24-7 CNC-Spezi. Original TH Technics Lochkreisadapter. Ne? Ich wollte unbedingt die schmalsten Lochkreisadapter nehmen, die es so gibt dafür. 15 mm hatte TH Technics, das Problem war, die hat eine Zentrierung hinten von 57,1, vorne auch auf 57,1. Vorne brauchen wir 57,1, weil die Felge ja eine 5x100 mit einer 57,1er Zentrierung ist. Also dieser Abstand quasi hier. Innenseite ist aber Mercedes, die haben ja 66,6. Also hat Matze uns einfach die aufgedreht. Auf 66,6. Passt damit perfekt auf die Hinterachse. Wir können vorne adaptieren. Und geht hinten bei dem drauf. Die gab es nämlich so nicht zu kaufen, wie wir sie brauchten. Und da ich ja Matze habe, der mir alles so baut, wie ich das möchte, ist es geil. So, vorne haben die ja so eine fette Radnarbe. Oder Aufnahme vorne, wie nennt sich das Ganze? Nee, Radnarbe, Radzentrierung ist schon richtig. Genau. Aber ist das größer als hinten, ja? Nee, ist nicht größer als hinten, aber du hast ja diesen riesen... Ach, das, was du bei VW bei den alten hinten hast, den Deckel. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Namendeckel, also diesen Deckel, der eigentlich die Schraube da in der Mitte vom Radlager verdeckt. Genau. Und der ist ja so riesengroß und deswegen funktioniert das nicht mit einer kleinen Zentrierung hier. Die würde quasi hier innen drin anschlagen. Mhm. Also mussten wir die vorne komplett plan abnehmen und komplett auf 66,6 machen. Jetzt werden natürlich wieder welche sagen, oh, dann hat die Felge ja keine Zentrierung mehr. Stimmt, hat sie nicht mehr, ist aber mein Auto und ist mir egal. Ganz oft bei diesen 5 mm Platten, wo sie ja keine Zentrierung mehr dran machen können, reicht dann die Originalzentrierung auch gar nicht mehr aus. Ja, da gibt es ja Verlängerung. Macht ja, Dings macht das jetzt, ST Suspension, also KW, die Tochterfirma. Mhm. Da, also ich kann auch auf den Karten spielen, ich bestelle bei TR Technics, ich bestelle bei ST Suspension, wenn es die gibt. Und die haben jetzt so einen Adapter dafür, die steckst du von hinten rein und dann machen die automatisch eine Zentrierung. Mhm. Auf jeden Fall ist das jetzt die Variante mit den Lochkreisadaptern, die drauf müssen. Deswegen können wir hinten nicht so ein breites Außenbett fahren. Weil wenn das nochmal wegfallen würde, könnten wir hinten sogar 3,5 Zoll fahren. Weil 3,5 Zoll Außenbett ist schon geil. Ja, aber dann kannst du wieder nicht den 215-35 fahren. Ja, dann fahre ich irgendeinen anderen. Aber ich gehe jetzt mal da selber hin. Ich finde das geil, wie das Rad hier ist mit dem 215-35 Hankook, ne? Auch genau. 9x17. Ich bin ja nicht so ein Hankook-Fan. Ich echt bin ja eher so mehr der, naja, unsere Hausmarken sind Falken und Toyo. Ja. Ne? Und deswegen gucke ich immer, ob es die gibt. Die gab es aber nicht in der Kombi, wie ich es haben wollte. Vorne fährt er auf den Originalrädern auf einer 8er an 245-17. Jetzt hat mich Chris auf die Idee gebracht, weil der 215-35-17 ist ja flacher. Hm. Ob wir den mal auf die 8er machen? Da habe ich gesagt, nee, der ist zu breit. Aber ich muss sagen, das war eine gute Idee von Chris, weil das sieht echt gut aus. Also wir haben jetzt auf die 8er statt dem 245-17 in 215-35-17 gemacht und finde ich wirklich schick.
Also, wie gesagt, ich habe es bei meinem Bruder gesehen. Da hatten wir vorher die 195-40 ja. drauf und danach die 215-35 sah viel besser aus. Nee, das finde ich auch cool. Aber den Tipp haben wir auch. Also, ich habe den von Tobi gekriegt, von Hermann. Vom König vom Wörthersee? Ja, den hat er mal gesagt. Und der König vom Wörthersee, ich sag nicht was, aber der hat sich heute ein richtig fettes Auto gekauft. Und mehr verrate ich nicht. Den Rest muss er euch selber erzählen. Instagram. Mhm. Hermann Classic. Auf jeden Fall neidisch. Macht auf jeden Fall richtig geilen Audi-Scheiß. Also wir erzählen öfters über Tobi. Wer ihn nicht kennt, mal auf sein Profil gucken. Audi-technisch baut er schon richtig krasses Zeug. Ne? Macht schon Spaß. Ja, aber sein Santana ist natürlich auch, ne? Mhm. Ja, hat aber einen Audi-Motor. Ja, ne? Gut. Ist schon cool. Ja, egal. Wir machen jetzt einen kleinen Break, machen die Spurplatte oder Lochkreisadapter dran, bauen die Felgen dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Ne? So wie immer. Sehen wir das uns Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ich würde gerne das Auto rausfahren und hätte es euch gerne draußen gezeigt, weil draußen wirkt das noch ein bisschen mehr. Können wir aber nicht machen, weil hinten kein Luftbike drin ist. Mhm. Den werde ich wahrscheinlich erst, keine Ahnung, heute Abend, Nacht irgendwann oder morgen früh kriegen. Ihr seht das Auto ja fertig auf der Classic. Ja, kleiner Break und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, jetzt habe ich. Anja hat mit mir gemeckert. Anjas Apps seine Freundin, weil ich immer die Hand auf meinem Bauch liege. Anja ist die immer markiert wird für Apps bei Instagram. Genau, weil Apps hat kein Instagram. Ja, sieht mega geil aus. Das ist wirklich das Krasse, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Passt auf. Jungs und Mädels und die drei Mädels hinter der Kamera, die da ab und zu gucken. Original fährt der, oder mit den anderen Rädern ist er Vorderachse gefahren, eine 8x17 mit einem 25/40/17 Achilles, der extrem stretcht oder der kleiner wirkt, die wirken ja immer kleiner. Jetzt fahren wir wieder eine 8x17, zwar eine andere Felge, aber wieder eine 8x17, von der Einprestief ist sie ein bisschen anders, mit einem 215/35 und der 215/35 Hankook sieht tausendmal besser aus als der Achilles. Du hast es von einmal gemessen. Was war das von der Höhe, der Unterschied? 1 Zentimeter Höhenunterschied. Ist der jetzt flacher als der? Ist der flacher als der Achilles? Ist sicherlich ja. Ein Ticken breiter, aber das kommt ihm gut. Also es sieht nicht scheiße aus. Ne? Aber ich finde jetzt nicht, dass das echt schick. Dass er viel jetzt breiter. Steht er hier auf der Stahlfelge, dadurch drückt er hier ein bisschen anders weg. Man muss sich das nochmal angucken, wenn wir ihn rausfahren, was wir aktuell nicht machen können. Optisch echt gut und er passt sogar an der Stelle, die immer so ein bisschen so das Problem bei dem Auto ist. Wenn ich jetzt aber allein hier auf den Reifen gucke, das ja. Sieht viel, ja. Viel flacher und geiler aus als auf der anderen Seite. Jetzt zeigen wir Hinterachse. Ja. Hinterachse der gleiche Reifen, eine 9x17 diesmal, also ein Zoll breiter, aber ein bisschen mehr Stretch dann der Reifen. Auf jeden Fall mein Favorit. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich finde, er könnte hinten noch einen Ticken tiefer. Mhm. Mal gucken, ob er mit den TH-Technik-Senfern hinten noch ein Stückchen tiefer geht. Werden wir sehen. Aber ich bin vorhin hier reingekommen, ne? Hab das Rad gesehen, hab gleich gesagt, geil. Weil auch ja. Immer noch, das sieht so geil aus mit dem Bett außen und so. Wir haben ja noch genug Platz hier, ne? Wenn wir jetzt sogar fitten würden, wäre sogar wesentlich mehr Platz, aber ich will das nicht fitten. Da mache ich es nur kaputt. Und da habe ich keine Lust drauf. Oh, jetzt sitze ich hier schon wieder. Ich muss mal hier aus dieser Russenhocke raus, Alter. Wieder für Fette. Kann ich immer nicht so sitzen. Hat Matze sich auch schön drüber kaputt gelacht, ne? Ja, auf jeden Fall 2,5 Zoll Außenbett hier, hinten vorne nur 1,5, hier 2,5. Wir gehen aber auf 3 Zoll noch. Ne? Und im Endeffekt, es wäre sogar, wenn wir jetzt gar nicht so tief machen würden, könnten wir sogar 3,5 machen. Ich hatte das heute schon mal ausgemessen. Hier ist Platz, aber hier ist nachher das Problem. Warte. Und dann passenden Reifen zu finden. Ne? Also du hast da hier so ein bisschen, hier kommt zwar dann der Innenkotflügel, aber ich komme hier komplett mit meiner Hand noch rein. Ne? Also hier wird es zwar ein bisschen eng, aber ich kriege die Hand trotzdem durch. Ach so, das hatten wir schon, als du den geholt hast. Ne? Ja. Der ist gar nicht, oh, wo ist mein Finger? Da. Der ist nicht der hier, hat innen drin noch mal, sondern da oben so ein Innenradhaus drin, was auch nochmal stört. Ja, aus Metall. Wir könnten jetzt auch hinten so eine Chamber Arms reinmachen und sowas alles, aber ich will das Ding, warum lasst du? Weil die nicht Chamber Arms heißt? Schon wieder ein anderer Begriff. Weil die Chamber Arms heißt? Ich sag Chamber. Chamber ja. Ist auch egal. Ich bin ein bisschen älter als du, ich darf einen anderen Dialekt oder andere Aussprache haben. Und du wohnst 40 Kilometer weiter. Genau. Auf jeden Fall könnten wir es auch noch reinbauen, aber ich will das Ding halt wirklich aktuell bei schönem Wetter daily fahren. Und deswegen finde ich es so schon sehr geil. Ja, Finish will ich so lassen. Was wir machen können, ist mir eben gerade eingefallen. Chris schneidet das Video ja heute und morgen. Und morgen fährt er wieder, weil ich kriege ja den Bike wieder. Das heißt, morgen werde ich das Auto rausfahren, nochmal 3, 4, 5 Schwenks machen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Die Chris schicken per High-End-Internet und dann kann er die in dieses Video noch einbauen. Wir haben uns jetzt angemeldet für Glasfaser zu Hause, ne? Ja. Da ich die Videos dann nicht innerhalb von 5 Stunden hochladen muss, ja. Sondern ein
paar Minuten hoffentlich. Weil du auf dem letzten Dorf kurz vor Polen wohnst. No, nicht ganz so schlimm. Also wenn ich das hingekriegt habe, dann kommt jetzt der kurze Porn zu dem Auto. Und wenn nicht, dann erzählen wir jetzt weiter. Ich nehme einfach noch ein paar Aufnahmen von hier und dann geht's jetzt los auf jeden Fall. Ja, du kannst ja jetzt hier auf der Bühne auch ein paar Aufnahmen machen. Willst ja, du das? Ja. Ja, okay. Und dann kommt aber jetzt der Porn von draußen? Zusammengeschnitten. Oder jetzt? Zusammengeschnitten, beides. Ja, okay. Jetzt musst du aber nochmal schnipsen, dass es jetzt wirklich losgeht. Auf jeden Fall mal interessieren. Auch wenn ich das in jedem Video frage. Aber euer Feedback. Euer Feedback. 17 Zoll Radsatz, Messer oder 18 Zoll Radsatz OZ. Was gefällt euch besser? Ihr habt ja jetzt beides gesehen. Warte, lass mich das mal nochmal von hier zeigen. Da habe ich nämlich vorhin den anderen Radsatz aufgezeigt von hier. Ja. Mhm. Und was mich interessieren würde, weil da habe ich gerade wirklich ein bisschen, bin ich am Überlegen. Finish der Sterne. Wir haben jetzt, hatte ich das schon gesagt, wir haben ja hier schwarze Schrauben, habe ich extra reingemacht. Nee, das hast du nicht. Weil ich das so geil finde. Schwarze Schrauben. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir den Messerschriftzug auch in schwarz machen oder ob wir den Deckel komplett in schwarz machen und den Messerschriftzug in silber. Weiß ich noch nicht. Werdet ihr auf jeden Fall auf der XS Classic sehen. Für was ich mich entschieden habe. Mich würde aber wirklich mal interessieren, was für eine Farbe ihr den Stern machen würdet. Man könnte jetzt braun machen, ne? Entweder hier oder hier dieses hellere Beige, aber ist ja Bisonbraun. Ich finde den Namen geil, Bisonbraun. Ich habe letztens die ganze Zeit gegrübelt, wie diese Farbe heißt, ne? Bisonbraun. Ja. Was wolltest du denn? Bisonbraun hört sich so, ne? Ist cool, ne? Nee, ja, ich habe überlegt und mir könnte ich mir vorne noch so eine Hörner vorne drauf machen? Nimm noch so einen Cowboy-Hut auf und so ein paar Pistolen links und rechts rein. Jo. Ne? Auto haben wir gezeigt, den Rest gibt's auf der Classic. Jetzt wollen wir noch ein bisschen auspacken, ne? Mhm. Ich habe nämlich eine Lieferung gekriegt von BBS, wo alles, ja, es kam alles aus Japan, was ich gekriegt habe. Wir bauen auch gerade noch einen Satz Le Mans um für einen Kunden. Zeige ich euch auch. Wir können ja mal hier rüber gehen. BBS Le Mans. Die bauen wir gerade für einen Kunden um. Die waren Gold, hatten wir euch, glaube ich, in unserem Le Mans Video gezeigt. Die sind jetzt in BBS Brillantsilber lackiert. Kunde möchte sehr nah an die Originalität haben. Das heißt, wir machen hier auch Edelstahlschrauben rein. Mhm. Die sehen so ein bisschen aus wie die verzinkten Originalschrauben von BBS. Sicherlich ist Bett poliert, was bei den Originalen nicht so ist, aber ich finde es ganz cool. Können wir auch hier mal zeigen, weil ich hatte letztens gerade eine Anfrage dafür. Die Schrift verschwindet immer mehr. Es ist nun mal so, da kann man nichts dran ändern. Aber das sicherlich war vorher hier, viel schlimmer. Ja, ja. Es wird ja wieder entlackt. Und dann komplett neue Farbe, kommt neue Farbe drauf. Aber das kann man halt nicht garantieren. Jetzt ist 7x17 ET48, kann man noch lesen. Hm. Aber wenn umso öfter drüber lackiert wird und wenn man dann nicht entlackt, beziehungsweise man sogar nochmal drüber schleift, ist es irgendwann verschwunden. Ist natürlich blöd, aber kann man nichts dran ändern. Egal. So, wir haben gekriegt. Wir packen aus. Ich muss meine Felge zur Seite legen. Ich brauche was zum Aufschneiden. Habe ich hier irgendwo? Wo habe ich denn mein Messer? BBS, Rennfelgen, Leichtmetallräder. Race Road Wheels. Geil, ne? Sogar noch extra auf Englisch aufgeschrieben. Ja. Und wenn man hier so, kannst du das auch mal vorlesen? Kriegst du hin? Konnichiwa. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ach doch, du warst BBS da. Japan Co. Ltd. Ah, ja, hier muss auch nochmal draufhalten. Ne? Finde ich immer geil. Schön aus Japan. Wer weiß hier, LM242 in Gold. Ja, was sind 242? Weißt du das? Weißt du das? Nee? Nee. 7x17, 4x100, ET48. Haben wir gekriegt. Das Lustige ist, ich habe die ganzen Räder bei uns in den Online-Shop gepackt. Auch unseren Bestand, was wir so alles gekriegt haben. Meine Überlegung war dann schön, wir drehen heute das Video. Dann erzählen wir den Leuten, ihr könnt das über den Online-Shop kaufen. Wir sind aber schon alle weg. Also ein einziger Radsatz ist übrig geblieben. Einer ist noch online. Und alle anderen, was wir gekriegt haben vom BBS, ist alles ausverkauft.
Und Lieferzeiten sind aktuell wieder Horror. Die haben einen Satz dabei, habe ich jetzt nachgeguckt, zeige ich euch nachher. Den hatte ich bestellt im Februar. Das ist der, der noch der da ist. Der hier nicht, nee, der war schon eher bestellt. Achso. Hm. Der war ein bisschen später bestellt. Auf jeden Fall. BBS Limo. 7x17 ET48. Achso, jetzt kann man mal vergleichen. So ist original eigentlich, ne? Nee, das ist jetzt die neue Schreibweise. Also das ist ja ein niegelnagelneues Rad. Das andere, was ich vorhin gezeigt habe, ist ein älteres Modell. Da haben die das noch anders gemacht. Achso. Ne? Hm. Bei denen nicht so. Bei denen steht jetzt auch mal die Kilogrammzahl drauf. Ne? 530 Kilogramm. LM242, Kürzel davon. Was ich so geil finde an den Rädern, die schwarzen Schrauben. Finde ich wirklich schick. Ne? BBS Gold, schwarze Schrauben. Mhm. Wie gesagt, der Radsatz ist weg. Und dazu dann die Namendeckel mit dem 20 Jahre, nee, wie viele Jahre? Nee. 50 Jahre, ne? Nee, kommen die 3D, sind hier drin. Aber gut, ja, die anderen hätten aber auch gut gepasst. Aber wir können die mal holen, die anderen. Weil die Embleme gibt es ja aktuell nicht. BBS Japan, also die Felge kommt ja von BBS Japan. Weil haben letztes Mal so viele gefragt und ich habe es, glaube ich, nicht beantwortet. Die 3D-Schmiederad-Embleme sind ja immer nur in den Schmiederadfelgen aus Japan drin. Und BBS Japan möchte nicht mehr, dass BBS Deutschland die Embleme an die normalen Kunden, die diese Schmiederäder nicht kaufen, verkauft. Deswegen haben die dann Verkaufsstopp für gekriegt und kriegen nur kleine Stückzahlen. Das heißt, wenn man einen Satz Schmiederäder hat und man verliert mal ein Emblem, dann kriegt man bei BBS oder über uns ein Emblem nachbestellt, ist kein Problem. Aber es gibt keine 4 mehr. Das heißt, wenn du dir einen normalen Gussradsatz hast und willst die da reinmachen oder irgendeinen Oldschool-Satz, das möchte BBS Japan nicht mehr, deswegen gibt es die aktuell nicht. Und deswegen haben wir auch damals unseren kompletten Bestand in den Online-Shop gepackt, der jetzt fast weg ist. Also wir haben alle Schmiederad-Embleme, die wir noch am Lager haben. Ein paar sind noch drin, aber ich sag mal, 80% sind weg davon. Was wir wirklich alles da hatten. Weil ich gesagt habe, komm, wir hauen das jetzt raus. Ne? Nur drauf sitzen bringt auch nichts. Und deswegen, ja. Hole ich einmal diese neuen Embleme. Die finde ich nämlich mega schick von der 50 Jahre Edition. Die machen wir auch einmal rein. Und dann gucken wir uns das dazu mal an, weil das ist eine coole Alternative. So, wir können ja immer noch mal beide zeigen. Einmal die in 3D. Die sehen so aus, so wie hinter Glas. Sieht man das so ein bisschen? Mhm. Und das ist jetzt die Jungs in Deutschland selber produzieren. Zwar nur eine 2D-Version, ist aber auch mega schick und ist bedeutend günstiger. Ich kann jetzt gar nicht den Preis sagen. Er ist zweistellig auf jeden Fall für einen Radsatz. So, das haben wir immer gezeigt, ne? Original. Mhm. Und... Okay, ist da eine Fingertapse? Ich muss eine Fingertapse nur wegmachen. So. Finde ich echt schick. Jo. Die liegen irgendwo dreistellig. Ich glaube aktuell 249 der Radsatz. Beziehungsweise wenn man überhaupt welche kriegt. Nicht der Radsatz, der Emblemsatz. Wenn man überhaupt welche kriegt. Und die finde ich echt geil. Mhm. Gefallen mir. Ja, so, auf jeden Fall. Zeigen wir weiter. Die haben wir gezeigt. Können wir natürlich, wenn ihr so einen Radsatz haben wollt, bei uns ganz normal bestellen. Lieferzeit variiert immer so ein bisschen zwischen, ich weiß gar nicht, wie lange wir da jetzt drauf gewartet haben. 4 Wochen? 6 Wochen, glaube ich. Also es variiert immer, je nachdem, wie die Jungs in Deutschland Ware aus Japan kriegen. Das Coole ist jetzt, wenn ihr einen ausgefallenen Satz Le Mans haben wollt, es geht nämlich jetzt auch 10x20, 5x112 für die alten RS4. Wir können in Japan alles bestellen. Das heißt, ihr müsst einfach nur mal auf BBS Japan sehen, auf BBS Japan online gehen, dann klicken, bis zu BBS Le Mans durchklicken und da sind die ganzen Varianten drin, was die alles haben. Das ist eine Riesenauswahl, auch 21 Zoll und sowas. Wir können ab sofort alle diese Felgen in Japan bestellen. Ne? Die werden dann nach BBS Deutschland geliefert und dann kriegen wir die Ware. Wichtig ist aber, bei vielen Modellen, die aus Japan kommen, sind keine Gutachten mit dabei. Das heißt, die sind natürlich geprüft und es steht vorne auch eine Traglast drauf, aber es gibt keinen europäisches Festigkeitsgutachten, außer BBS sagt, ey, wir haben da Bock drauf, wir machen das doch. Und es gibt kein Teilegutachten dafür. Ne? Hm. Können wir aber auf jeden Fall bestellen, weil hatte ich gesehen, die 10x20 ist eine geile Alternative für ein RS4. B5, ne? Ja. So, wir gucken weiter. Wir haben gekriegt, auch aus Japan, oh, das sind die richtig geilen Räder. Und zwar das gleiche Design und auch die gleiche Farbe, aber 19 Zoll. Und zwar richtig geile Größe. Das ist auch der einzige Satz, den wir noch im Online-Shop haben. LM249, 8,5x19 ET48, 5x112. Traglast von 700 Kilo. Habe ich heute noch mit BBS drüber gesprochen.
Die werden den Radsatz wahrscheinlich nächstes Jahr in ihr Sortiment mit aufnehmen, mit Teilegutachten, mit allem drum und dran. Aktuell gibt es noch kein Gutachten dafür, ist aber in Vorbereitung. Die konnten mir aber noch nicht sagen, ob die das dieses Jahr noch schaffen oder nicht. Finde ich richtig geil, weil es gab vorher keine. Und zwar sind die alten Räder, ich weiß jetzt die LM nicht davon, das waren aber 8,5x19 ET32, glaube ich. Und da war früher der Stern von hinten geschraubt. Und alle die, die diesen Radsatz fahren oder den Radsatz auf dem Golf fahren wollten, haben dann die Felge auseinandergebaut, den Stern von vorne drauf. Dadurch hat sich ja die Einpresstiefe erhöht und sie konnten es fahren. Bis BWS Japan entschieden hat, ey, wir machen die ET32 mit Stern außen. Konnte keiner mehr umbauen. Blöd. Und deswegen gibt es jetzt diese Variante hier. Also 8,5x19 ET48, Stern außen, passt perfekt überall drauf. Mega schickes Rad. Gefällt mir richtig gut. Ja. Und das war auch der Radsatz, den wir im Februar bestellt hatten und der jetzt letzte Woche gekommen ist. Riesen Wartezeit drauf. Mhm. Eigentlich würde ich ihn auch gerne selber behalten. Ne? Du hast nicht mal ein Auto dafür. Ja, ich habe kein Auto dafür. Aber er ist schon geil, ne? Also er ist wirklich, gefällt mir richtig gut. So. Das ist halt so eine typische Größe für mich, ne? Ja, möchtest du haben? Preislich liegt der Satz, ich glaube die Felge, irgendwas um Tausender. Ne? Also vier und ein paar zerquetschte. Mhm. Ne? Ist halt zweiteiliges Schmiederad, ne? Also ich sag mal, der Le Mans kennt, weiß, warum halt der Preis da ist, ne? Und ja, wollte nichts zu sagen, ne? Mhm. Wenn ihr Fragen zu dem Radsatz natürlich oder zu irgendwelchen anderen habt, könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Wenn ihr nicht in die Kommentare schreiben wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken, ist auch kein Problem. Jetzt haben wir noch einen Radsatz hier. Chris? Ich krieg den Karton nicht rum. BBS. Diesmal keine Le Mans. Oh, Abwechslung. Oh. Super RS. Auch zweiteiliges Rad. Wie die echten RS. Deckel abschrauben. Danke. Im Deckel stehen alle Daten drin. Ne? 8,5x19 ET48, Schmiederad 700 Kilo. Gibt es natürlich mit Teilegutachten. Mhm. Ne? Die schönen Deckel mit dazu. 80 mm Emblem. Ja, ist auch zweiteilig wie Le Mans. Röhre. Also man hat eine Röhre und den Stern da drin. Hatten wir noch nie, ne? Im Video? Hatten wir noch nie im Video, ne? Super RS? Nö, mit meinen nicht. Das Ding bei den Super RS ist halt, also der Radsatz ist übrigens schon weg. Wir können sicherlich auch einen bestellen, aber der ist erstmal schon weg. Und BBS war am Überlegen, ob sie die aus dem Sortiment nimmt. Weil die Anfrage war danach nicht mehr so da. Also es gibt wirklich nicht so viele, die Super RS bestellen. Ich finde es ein mega schickes Design. Hat meiner Meinung nach BBS Deutschland ein bisschen zu spät gebracht. Die Räder gab es ja in Japan schon länger. Und dadurch waren die ein bisschen spät dran. Ich finde es geil. Ich finde aber Le Mans zeitloser. Mhm. Du brauchst halt das passende Auto dafür. Ne? Ich sag mal, auf einem weißen Golf 7 ist das schon geil. Ne? Ja, der Radsatz ist schon weg. Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Wir müssen noch Reifen drauf machen und dann geht er auch raus an den Kunden. Gut, das haben wir euch gezeigt. Ich habe noch Räder. Wir haben Räder gebaut. Chris kann ja einmal raus das Auto zeigen, was draußen steht. Können wir auch kurz was zu sagen? Ist ein 735. Der hat ein KW Clubsport drin von Raab Motorsport. Und der soll E50 kriegen. Das Auto ist hier, weil wir haben erstmal so ein Auto noch nicht gemacht. Und dann ist mir immer lieb, wir haben jetzt für den Kunden hatten wir die Felgensterne bestellt, die E50. Die sind dann gekommen. Das heißt, wir bauen das dann vor Ort wirklich am Auto an, messen wirklich selber aus, gucken, was für Reifen wir fahren können. Und das ist halt schwer bei so einem Auto über, das Auto kommt, glaube ich, oder der Kunde kommt aus Essen, aus dieser Entfernung, das einfach mal so, wenn man, ich sag mal, Golf ist normal, das haben wir schon 100 Mal gemacht, da wissen wir, was passt. Ne? Aber bei so einem Auto war ich ein bisschen unsicher, deswegen hat der Kunde uns das Auto gebracht. Die Räder liegen auch schon drin, die kann ich euch gleich mal zeigen. Problem ist aktuell, was wir haben, die Wartezeit. Ne? Also wir brauchen da jetzt ein paar spezielle Innen- und Außenbetten, die sind aktuell beim Motorsport nicht lieferbar. Lieferdatum war Ende Oktober, so wie unsere Außenbetten, die wir auch noch brauchen. Ist ein bisschen nervig, aber wir haben jetzt alles vermessen an dem Auto. Der Kunde kommt das jetzt so auch erstmal wieder abholen und im Oktober kriegt er dann seine Räder. Die sind aber schon drin, also wir haben mal ein Rad zusammengebaut mit Betten von uns. Zwar jetzt in einer anderen Größe, aber dann könnt ihr das einmal sehen. Zeige ich euch drin auch nochmal. Da sind sie. Gar nicht in Gold? Nein. Der Kunde wollte Silber. Ich finde das Finish auch ganz geil. Ich weiß auch gar nicht, ob Gold, wir können es mal hier hinpacken, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Silber steht dem Auto auch besser. Hm, da hat er jetzt auch drauf, ne? Das sieht wirklich gut aus. Ja.
Ich freue mich schon, wenn es fertig ist. Jetzt haben wir hier verbaut ein 3,5 Zoll Außenbett. Ich weiß gar nicht, was wir beim Kunden. Ich glaube, beim Kunden verbauen wir auch 3 Zoll. Das ist ein Ticken zu breit. Der kriegt, ich glaube, ich hatte das vermessen. Ich glaube, 8,5 und 10,5. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaub, geht ordentlich was unter den Siemer, ne? Das Problem bei dem Auto ist wirklich, und das hat mich genervt, du kriegst das Auto static nicht wirklich tief, also nicht wirklich richtig, richtig tief, von so einem Tief, wo wir von reden. Ne? Performance-technisch, so wie Softdesign E28, ist kein Problem, kriegt man bei dem auch hin, aber halt, dass du ihn richtig tief fahren kannst, die Ölwanne hängt so extrem tief, ist nicht möglich. Wir haben es dann versucht runterzuschrauben, irgendwann hat das Fahrwerk keine Vorspannung mehr und es war halt immer noch nicht richtig tief. Wir bauen ihn jetzt auf Performance. Finde ich aber cool bei so einem Auto. Wer Softdesign E28 in unseren anderen Videos kennt, so in die Richtung wird es gehen. Müsst ihr mal hochscrollen, findet ihr den E28. Der hat ja auch E50 drauf in Gold von uns. In die Richtung geht das, nur ein bisschen breiter. Ich glaube, der am E28 sind die nicht ganz so breit gewesen. Wird auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ist mal was anderes in Silber. Werden wir bestimmt nochmal ein Video drüber machen, dann im Oktober oder so, wenn wir alles dafür da haben. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Ja, das war es erstmal heute von uns. Erstmal haben wir viel gequatscht heute. Heute haben wir viel gequatscht. Ja, aber hört dazu, wir haben auch ein paar geile Sachen gezeigt. Man muss ja auch mal so aus der Garage raus. Ne? So ein bisschen zeigen. Ne? Deswegen bin ich auch hier heute so ein bisschen schlumpig. Darf es gar nicht zu viel zeigen. Aber man muss ja auch mal die geilen Sachen zeigen. Ne? Oder was meinst du, Chris? Ja, nein, bin ich voll deiner Meinung. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich euch noch zeigen wollte. Aber ich weiß es nicht mehr. Kommt im nächsten Video. Auf jeden Fall würden ich und Chris uns über ein Abo freuen. Was macht man noch? Glocke aktivieren? Wobei ich gar nicht weiß, was hat man davon, wenn man die Glocke aktiviert? Na, man kriegt Benachrichtigungen, ne? Ach, müsst ihr selber entscheiden, müsst ihr nicht machen. Egal. Ne? Ich freue mich immer über einen Kommentar und über ein Like. Ne? Wobei Kommentare geiler sind, ne? Kann ich immer zurückschreiben. Auf jeden Fall. Und da kommen auch manchmal geile Kommentare, feiere ich mich übelst weg. Finde ich gut. Macht mir Spaß und Chris auch. Ja, weil die immer gegen mich sticheln, wegen Carbons und ja, so. Ja, da haben sie auch recht mit, ne? Du kannst ja ruhig mal ein bisschen, ne? Ja, alles gut. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal.